zurück bei Crucius. Ist das wirklich wahr? Jawohl, Nachforschungen über das Ehrentorser bestätigen Brunhildes Behauptung, die Kraft des Siegels ließ nach. Endlich ist es soweit. Der Schatz und die uralten dunklen Mächte sind unser. Sehr gut. Die Sternjuwelen haben weiterhin höchste Priorität. Natürlich heißt das auch, dass Mare besiegt werden muss. Zu Befehl, Sir! Crucius, Sir! Sobald diese Macht mein ist, werde ich die Welt in einen Abgrund der Furcht stoßen. Niemand kann mich stoppen. Die Welt wird vor den Crucionen erzittern. Und ich, Crucius, werde eine neue Welt aufbauen. Was Cyrus nicht geschafft hat. Meine eigene, von mir, für mich erschaffene, wundervolle, ideale, perfekte Welt. Tag, hast du mich gerufen? Was soll ich heute tun? Tanzen? Mich verkleiden? Ein Lied singen? Ich bin verzweifelt. Was? Wie kann der Roboter verzweifelt sein? Was ist mit dir, Tech? Du bist ganz anders als sonst. Was ist wichtiger, einen Befehl zu befolgen oder die Welt eines geliebten Menschen zu retten? Ich existiere für nur einen einzigen Menschen, möchte für ihn da sein. Was soll ich tun? Was soll das heißen? Schon gut, mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir weh, dich zu beängstigen. Gut. Lass uns ein Quiz machen. Ein Quiz? Korrekt. Antworte auf meine Fragen. Wähle die richtige Antwort aus 3 Optionen. Wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, kannst du eine Mail schicken. Was soll das denn jetzt? Frage 1. Sie ist richtig sauer. Was passiert, wenn man alle 7 Sternjuwelen hat? Ein Wunsch erfüllt sich, das Ionte öffnet sich, du erhältst 1000 Münzen. Das Ionte öffnet sich. Korrekt. Frage 2. Was ist das Ziel des Crucionführers Crucius? Die Welt erobern, reich werden, berühmter Held werden. Ja, die Welt erobern wahrscheinlich. Korrekt. Frage 3. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Tick, aber du... Antworte bitte. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Das ist 1 Milliarde Münzen, glaube ich. Ein sehr seltener Orden. Die Seele eines Dämons. Oh, wieso gibt er uns das als Antwort? Es ist bestimmt ein sehr seltener Orden. Falsch. Bitte noch einmal. Also nochmal. Die Seele eines Dämons? Korrekt. Frage 4. Also jetzt wissen wir ja schon, was dahinter ist. Was tut Crucius, wenn er die Seele des uralten Dämons hat? Sie ganz doll verhätscheln. Den Dämon wiederbeleben? Erste Hilfe leisten. Erste Hilfe leisten. Falsch! Okay, den Dämon wiederbeleben. Korrekt. Frage 5. Ding! Was braucht man, um den Dämon wieder zu versiegeln? Das legendäre Schwert, ein Zauberspruch oder die Sternjuwelen? Okay. Die Sternjuwelen? Korrekt. Damit sind 5 Fragen richtig beantwortet. Du kannst eine Mail schreiben. Tag, du. Dürftest du mir das denn sagen? Bitte Nachricht eingeben. Okay, er antwortet uns nicht. Bisschen seltsam, wenn ihr mich fragt. Aber okay. Gut, kannst du abschicken? Beep, boop, boop. Verschickt. Das war alles für heute. Du kannst abhauen. Auf dein Zimmer. Danke. Du bist wirklich ein seltsamer Computer, Mr. Tech. Gute Nacht, Peach. Mm-hmm.
Das ging bei Peach ab. Nichts Besonderes. Aber was mit der Bowser? In dieser Stadt in den Wolken, Falkenheim, gibt es angeblich irgendein Geheimnis. Wir sollten das Luftschiff dorthin nehmen. Hey du, einmal Dämonenklasse und einmal junge Dame. Ah, König Bowser, eine alte Hexe auf einem fliegenden Staubwedel. So eine Frechheit, was für ein ungehobelter Kerl. Aber euer Abwesenheit, wo seid ihr? Ja, hiermit bin ich schneller. Falkenheim, da war ich schon mal. Ich kenne den Weg. Du solltest dich lieber schonen. Komm ruhig mit dem Luftschiff nach. Einfach durchgeflogen. Ihr Besen. Der Staubwedel. Wartet doch, euer Flugtauglichkeit. Ach, dabei habe ich extra ein leckeres Lunchpaket für den Flug mitgebracht. Hast du? Nam 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 nam. Das Clown-Klar sieht cool aus. Die Augen sehen anders aus als sonst, oder? Vielleicht sind sie Striche, ich weiß es nicht. Ist das Ding etwa... Oh nein. Haben wir jetzt die Super-Saga-Lore hier? Nee. Die Sonne ist einfach von Sunshine, cool. Aber was ist da passiert? Bowser ist einfach mitten im Meer? Oh, okay. Unterwasser-Level. Ah, die Musik ist cool. Wir können unter Wasser Feuer speien. Wir haben hier die SpongeBob-Logik. Ich mag aber diese Bowser-Remixe hier für die ganzen klassischen Mario-Level. Okay, das ist ja ein Custom-Level, sage ich mal. Das gab es ja hier nicht bei Mario, aber ist trotzdem natürlich daran angelehnt. Und wie gesagt, richtig cool. Außerdem erinnert mich das total an Super Paper Mario. Aber Super Paper Mario ist ja auch alles so 2D. Aber das ist das Game, was hier nachkommt. Riesiger Bowser! Unterm Wasser. Hilfe! Oh, er kann nicht schwimmen. Jemand muss ihm helfen. Ein Krusione! Was macht der denn dort? Habt ihr ihn gesehen? Hat er noch mehr von denen? Und noch ein. Okay. Ich kann mich nicht ducken. Hoffentlich finde ich hier alles. Ich weiß nicht, ob ich alles finden kann. Oder an wen das Geld überhaupt geht. Ich weiß es nicht. Ist einfach nur ein Score vielleicht? Einfach nur so was für Fun? Bin mir nicht sicher. Okay, reicht, komm. Moin. Könnte ich in die Röhre, dafür sind wir zu riesig. Deshalb haben wir aber alles kaputt. Yeah. Lügt euch nicht mit dem König der Koopas an. Ziel! Aber wir haben noch eine Staffelattacke. Ups. Egal, passt schon. Wie gesagt, ich mag die Passagen, die sind lustig. Oh, es sind Rohlingen wieder zurückgekommen. Das war ja echt widerlich. Oh, nein, Bowser! Der beißt, Hilfe! Sie hat ein Souvenir mitgenommen. Nasspelzigkeit. Ihr seid also hier. Ich habe euch gesucht, wisst ihr? Wo wart ihr denn nur? Nun jedenfalls, Falkenheim war absolut fantastisch. Die Arena, die Kämpfe einfach atemberaubend. Ich habe sogar getanzt. Und das in meinem Alter. Diese Hotdogs, die waren einfach köstlich. Habt ihr auch so viel Spaß gehabt, euer Kurzatmigkeit? Halt mal! Euer Eis hat mich geil.
Ich musste um mein nacktes Überleben kämpfen. Und du wagst zu fragen? Du fragst, ob ich auch so viel Spaß hatte? Taktloses Pack! Bin ich denn nur von Versagern umgeben? Geh und besorg endlich genaue Informationen über Peach und die Sternjuwelen. Oh, Bowser ist jetzt richtig pisst. Er ist aber auch ziemlich im Schwarze, ne? Er ist halt wirklich da in Schwarze gelassen worden. Er hat gar keine Infos, er weiß nicht wo lang. Passiert nur Kacke. Der Arme. Dass dieser Kerl der falsche Mario war, der hat uns alle reingelegt. Es tut mir so leid, Mario. Ich fürchte, du bist jetzt sehr ärgerlich auf uns. Ja, es tut schon ein bisschen weh. Darüber können wir später noch reden. Aber du hast einen Hoffnungsschimmer in unser düsteres Dorf gebracht. Was dann, Mario? Zurück nach Rollingen. Gehen wir. Du bist in unserem Dorf immer willkommen. Das hört sich doch sehr gut an, aber ich glaube, fertig bin ich hier noch nicht. Denn es gibt ja noch einen Gegner, den ich nicht scannen konnte. Und damit meine ich nicht den Boss, sondern einen anderen Gegner. Vielleicht wisst ihr auch, welchen ich meine. Jedenfalls, welchen kurz suchen gehen. Oh mein Gott, endlich! Oh Gott, ich suche schon eine halbe Stunde oder so nach dem Goldenen. Und das nur, damit ich ihn scannen kann. Ja, mir ist es sogar tatsächlich egal, ob ich ihn jetzt besiegen kann oder nicht. Wahrscheinlich werde ich ihn eh nicht besiegen können. Ich will den nur scannen. Denn ihr seht, das ist ein Suseldusel und das ist ein Suselwusel. Ziemlich kompliziert, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist eine Suselwusel. Sie sind so selten, dass man sie auch legendäre Suseldusel nennt. 20 KP, 20 Angriff, 1 Verteidigung. Diese Wesen versuchen bei der ersten Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Es wäre gut, eine zu besiegen, aber Vorsicht, sie können auch kräftig zuschlagen. Ja, sie können es, aber tun sie es? Nein, sie werden es nie tun, sie werden sofort immer abhauen. Und das ist ein riesiges Problem. Wir können natürlich auf jeden Fall versuchen, sie zu besiegen. Es wäre sehr, sehr geil, wenn wir es schaffen würden, aber ich glaube es irgendwie nicht. Aber schaut mal, wir haben ja Paralyse. Aktiviert eine Bombe, die jene in ihrem Umkreis kurzfristig paralysiert. Das können wir mal ausprobieren. Nur leider habe ich das nie gemacht. Deshalb tue so oft die Mückchen über dem Gegnerkopf. Okay. Versuchen wir es mal. Schön. Bei dem Winsor hat es nicht geklappt. Ist aber nicht schlimm. Drei Runden haben wir Zeit, den Suselwusel zu besiegen. Zwei Runden jetzt. Schade, aber trotzdem. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht böse aus. Ist das ein Item gewesen? Ich habe keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Setzen wir den Multikopfnuss ein. Auf ihn hinten natürlich. Die Vorderung ist eigentlich egal. Machen zwar ein bisschen Damage, aber passt schon. Ah, Mann! Dieses Timing ist so schlimm. Wenn das so nah dran ist. Also weg, weit weg ist, besser gesagt. Hier ist nah dran, hier ist easy zu timen und da hinten ist es super schwer. Mal gucken, ob es hinkriegt mit Mario. Nee, auch nicht. Nö. Das timen wir nicht hin. Ging aber doppelte Verteidigung. Dreifache Verteidigung. Okay, schön, der haut ab. Einmal können wir es noch mal probieren. Ach, Mann! Wisst ihr was? Ich kann den Hammer nicht machen, oder? Weil der denn. Ja, weil der da ist. Deshalb muss der erstmal weg. Damit ich den Hammer machen kann. Aber hey, ich kann zumindest so ein bisschen Schaden machen. Und die Dinger fallen um. Ja, komm, einfrieren. Nein, der Falsche, der Falsche. Was soll das? Jetzt wacht er wieder auf. Okay, er wacht wieder auf. Fein, das ist fein. Das ist komplett fein. Denn ich wechsle zu Mario. Sternmenü. Analyse. Die Attacke ist wirklich sehr hilfreich bei Gegnern wie dem. Boah, ich habe nicht mehr so viel Kraft in den Armen, weil ich vorher schon die ganze Zeit spammen musste, um die Kämpfe zu fliehen und immer wieder neu zu resetten. Ich weiß übrigens nicht, ob man es machen musste, aber ey, was, warum? Was? Hä, wieso? Ich weiß nicht, ob man es machen musste, aber ich habe immer den Screen gewechselt. Was?
Ich stehe gerade mit Doppelpunkt O. Ich habe keine Ahnung, was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Okay, 13 Leben. Wie mache ich am einfachsten jetzt 13 Leben, Futsch? Kraftpunsch. Ihr geben. Ja, ich muss. Ich kann keine Sternenergie mehr einsetzen. Ich versuch's. Ich darf das Timing aber bloß nicht versauen. Oh, ich werde sowas von versauen. Das krieg ich niemals hin. Ich geb's auf. Wisst ihr was? Was soll's? Ist mir eigentlich auch egal. Ich bin nicht so schlecht, dass ich unbedingt das Level abbräuchte oder so. Ist egal. Nein, es ist komplett fein. Ich brauche das nicht. Ich kann damit leben. Ist okay. Gehen wir einfach wieder zurück. Und vor allem geben wir den Stern zum Äonentor ab. Denn Mama, bestimmt eine Mail von der Prinzessin. Oder von X. Ah nee, das war ja vorbei schon. Mario, ich habe etwas von dem legendären Schatz erfahren. Es ist die Seele eines Dämons. Die Gangster wollen mit seiner Kraft die Weltherrschaft erlangen. Sie brauchen die Sternjuwelen, um das Äonentor zu öffnen und die Seele des Dämons freizusetzen. Die Sternjuwelen braucht man auch, um seine Seele erneut zu versiegeln. Die Gangster dürfen die Sternjuwelen unter keinen Umständen bekommen. Mario, bitte verhindere, dass die Pläne dieser Verbrecher gelingen. Peach. Die Seele eines Dämons? Das riecht nach Ärger, Yoshi. Ja, Ärger riecht aber nicht nach Spaß, wenn du mich fragst, Yoshi. Oh, hallo. Okay, dann nicht. Ja, wo müssen wir lang? Mist, ich glaube, wir müssen da rechts lang. Oh, geiler Fail. Ist nicht schlimm. Ich glaube, wir können einfach von Rohlingen aus in der Mitte die Röhre nehmen. Und da einfach nach rechts runter. Das müsste klappen. Aber bevor wir das machen, wenn wir sowieso noch gerade mal hier sind, können wir mal eben nachschauen wegen Orden. Apropos Orden. Habe ich nicht letztens so ein... Oh. Cool. Oder? Geht das? Warte mal. Angriff und Angriffswert für Sprung und Hammerattacken steigt um 1. Der 1 aus jeden weiteren Orden steigert den Wert um 1. Okay, aber habe ich sowas schon gehabt? Ja, Kraft plus P. Nee, Kraft plus P für Partner. Aber der ist für mich selber. Okay, cool. Ah, ich hab was Neues. Ouch-Orden. Verdoppelt den Schaden, den Gegner Mario zufügen. Hä? Warum sollte ich den haben wollen? Na gut, als Challenge-Run schätze ich, oder? Kriegsspur. Außerhalb des Kampfes werden Marios Schritte sehr langsam. Okay, nein, danke. Und Kampfrausch. Sinken Marios Speer auf 1, erhöht sich jetzt Angriff auf 5, was echt nice ist, aber... ich brauch's nicht unbedingt. Oh, Toadscover. Ein Gruß. Mario, oder lieber doch Bomba Luigi, ich hatte dir noch gar nicht gedankt, dass du meinen Auftrag angenommen hast. Deshalb schreibe ich dir jetzt eine Mail. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass sich ein ehemaliger Champion einmal für mich um die Catcher-Shorts kümmern würde. Zu unserer letzten Begegnung redet mein Bruder ständig von Kämpfen. Und er hat auch wieder sein Training aufgenommen. Kommst du doch auch noch einmal in die Arena? Du bist immer noch ein Star, die Leute wollen dich sehen. Wir werden es bestimmt mal machen. Und alles friedlich von Knospi. Ja, guten Tag, Osmar, ich bin's Knospi. Seit neulich kann ich den Geschmack von Hot Dogs einfach nicht vergessen und frage mich immer, wann du wohl das nächste Mal vorbeikommst. Wusstest du es eigentlich schon? Trockenblumen sind keine vertrockneten Blumen, sondern Blumen, die einfach nur langsam altern. Ich hoffe, dir gefällt, was ich dir gegeben habe. Am liebsten wäre mir, wenn du bald wieder eins von diesen scharfen Dingern mitbringen würdest. Mamma mia. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen. Wenn ich dafür Geld bekomme? Apropos Geld, ich habe leider vergessen, wie nach jedem Chapter der kleinen Maus hier Geld zu geben, deshalb werde ich das jetzt nachholen. Wenn er dann noch da sein sollte. Er ist verschwunden. Warte mal, alle sind verschwunden. Aber Bowser war ja hier. Warte, ist Bowser immer noch hier? Hä? Hier ist ein Schiff. Ich kann auf das Schiff drauf. Alle Mann an Bord! Okay, ich glaube, um ins nächste Chapter, also Chapter 5 lang zu kommen, müssen wir vermutlich den Captain finden und in dieses Boot fahren. Dann kommen wir vielleicht auf eine neue Insel.
Ja, okay, dann muss den Boss halt warten, wenn sie gerade eh nicht da ist. Na gut. Gehen wir auf zum Ionentor und schauen, ob ich recht hatte. Aber natürlich hatte ich recht. Was soll bitte sonst jetzt passieren? Habe ich recht, Barbara? Ich frage mich aber, wie viele Partner es im Spiel gibt. In dem ersten Teil gab es 8 Partner. Und das könnte ja auch wieder sein, wenn man in jedem Chapter einen Partner bekommt. Obwohl, nein, dann hätte man 9. Warum hat vor dem ersten Chapter schon Partner bekommen? Habe ich gerade falsch gemacht? Gehe ich den Weg gerade richtig? Muss ich das hier mit ein paar Pflüge machen? Gab es nicht eine Abkürzung? Ach, wisst ihr was? Jetzt ist es zu spät. Jetzt gehe ich den langen Weg. Was soll's? Jetzt habe ich nicht nachgedacht. Aber habt ihr gesehen, wie lange die Beine von Barbara werden? Das ist immer lustig anzusehen. Das ist immer lustig. Okay, noch lustiger wäre aber, wenn ich jetzt noch mit allem recht hätte, was ich hier vermutet habe. Boah, ist das cool, wenn immer alle Partner rauskommen. 5 haben wir schon. Wie viele werden wir noch mehr bekommen? Also mindestens 1 auf jeden Fall. Gehe ich mal von aus. Yeah. Ja, 4 ist mehr als 3. Weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ja. Und die Tür, die sieht doch schon eigentlich relativ schön aus, mit nur 4 Sternen, finde ich. Aber natürlich reicht's noch nicht. Wir kriegen was Neues draufgezeichnet auf unserer magischen Map. Natürlich unten links im Meer. Eine gefährliche Höhle öffnet sich uns. Dort soll es einen blauen Kristall geben. Oder ein blaues Sternjuwel. Oh yeah! Und auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Lass uns schnell zu Professor Gumbat gehen. Wir müssen ihm von der Mail der Prinzessin berichten. Oh yeah. Oh yeah. Gute Idee, Barbara. Oder Vivian, wie sie im Englischen heißt. Was? Das hat Professor Peach geschrieben? Der legendäre Schatz soll wahr die Seele eines Dämons sein? Und die Kerle wollen mit Hilfe der Sternjuwelen das Eheunter öffnet, den Dämon wiederbeleben? Das passt beängstigend gut mit dem zusammen, was ich herausgefunden habe. Und was haben Sie herausgefunden? Also, das ist eine lange Geschichte, hört also gut zu, ja? Ihr da, vor dem Bildschirm. Ich? Ja, genau du! Du sollst auch zuhören, verstanden? Auch die Zuschauer alle, wenn sie noch keiner gelassen haben. Und auch die, die nicht gelassen haben. Was? Ist da jemand von dem Bildschirm? Was? Schon gut, ich erkläre euch das ein andermal. Ich will nicht nochmal die Fourth Wall brechen, aber auf jeden Fall, das schreckliche Desaster, das die Stadt zerstörte, war vermutlich tatsächlich das Werk eines Dämons. Der gleiche Dämon hat auch die 7 Sternjuwelen geschaffen. Und mit Hilfe der Sternjuwelen hat er dann wohl die ganze Welt regiert. Laut Legende wurde er schließlich von 4 wackeren Helden besiegt. Sein Körper wurde vernichtet, nicht aber seine Seele. Die Helden benutzten die Kraft der Sternjuwelen, die sie ihm genommen haben. Und sie verschlossen seine Seele in den Tiefen des Palastes hinter dem Ionentor. Die Sternjuwelen selbst sind weder gut noch böse. Alle zusammen können die Dämonenseele sowohl versiegeln als auch wiederbeleben. Oder Dämon, aber da steht ja Dämon und nicht Dämon. Egal, passt. Wie die Kraft der Sternjuwelen wirkt, hängt von demjenigen ab, der sie benutzt. Ist es also gefährlich, die Seele und Sternjuwelen zu vereinen? Sollte man sie dann nicht lieber einzeln irgendwo verstecken? Das dachte ich auch, aber ich habe etwas entdeckt, das dagegen spricht. Die Kraft des Ionentors, hinter dem der Dämon verschlossen ist, wird schwächer. Die Sternjuwelen besitzen die Kraft, den Dämon für 1000 Jahre weiterhin zu versiegeln. Anders gesagt, die Kraft versiegt nach 1000 Jahren. Und dieses Jahr ist möglich das 1000. Jahr. Was ein Zufall. Eventuell würde der Dämon also dann so oder so auferstehen, wenn diese Kerle es nicht schaffen, die Sternjuwelen zu bekommen. Wir sollten uns also sofort wieder auf die Suche begeben, um die Seele des Dämons zu besiegen. Wo befindet sich denn das nächste Sternjuwel? Laut Karte befindet sich auf der Isla Corsaria. Oh. Die Isla Corsaria? Oh, ich glaube, jetzt kommt mein Lieblingsteil des Spiels. Also, ich kenne das Spiel nicht, aber ich habe schon viel von dieser genauen Insel gehört. Genau, das weiß ich doch nicht, aber es gibt allerlei üble Gerüchte über diese Insel. Üble? Also, ich habe gute gehört. Ich meine, Corsaria? Corsario?
Der Typ, der mit der Bar war, kennt ihr den noch, der gesungen hat? Ich habe von einem erzürnten Rachegeist gehört, der jeden verflucht. Ihr solltet die Leute am Hafen fragen. Die wissen sicher über alles Bescheid. Die Leute am Hafen? Nee, wozu denn? Lass mich erstmal ein paar Jobs erledigen, ja? Ich brauche einen Zeithassel. Ich muss ein bisschen Cash verdienen, okay? Was haben wir denn so? Nur zwei neue Aufgaben, nicht drei. Okay. Einmal legendäres Buch und Orden von irgendwem. Legendäres Buch, Rachel T. Ich möchte, dass jemand das legendäre Kochbuch für mich sucht. Der Ort, an dem es sich befindet, ist zu gefährlich für mich schwache Person. Komm zunächst in mein Haus am Rohlinger Markt. Dort erkläre ich dir die Details. Und was ist das andere? Warte, was ist das andere? Orden von... Ich bin auf der Suche nach einem seltenen Orden. Details erkläre ich dir dann. Wir treffen uns auf dem Dach des Hauses von Rachel T. Der Name des Auftragsträgers ist unbekannt. Vielleicht ist es ein furchtbarer Kerl. Um diesen Auftrag zu übernehmen? Noch nicht. Machen wir erstmal Rachel T's und dann der Typ, der auf Rachel T's Dach wohnt. Bisschen weird, aber machen wir das. Gib mir Mühe, ich gebe mir immer Mühe. Das wissen Sie doch, der Herr. Ich glaube, es ist trotzdem schneller, wenn ich mit Yoshi reite, als wenn ich mich zu einer Rolle mache. Ich meine, als Rolle bist du schnell, aber du musst erstmal verwandeln und dann wieder zurückverwandeln. Bei Yoshi geht's ein Ticken schneller, würde ich mal behaupten. Ich glaube, sie wohnte hier. Ja. Hallo. Aha, du benimmst den Auftrag. Diese Sache ist von enormer Wichtigkeit, also hör gut zu. Vor langer, langer Zeit gab es einen legendären Koch mit dem Namen Ernährer. Oh Mann. Es heißt, wenn man sein Buch liest, wird man befähigt, die tollsten Sachen zu kochen. Allerdings handelt es sich um ein sehr altes Buch, das nicht beim Handel erhältlich ist. Aber ich habe gehört, dass der ehemalige Bewohner der Spukabtei dieses Buch besaß. In der Abtei soll es ein verstecktes Zimmer geben. Bestimmt liegt es dort irgendwo. Ich muss dieses Buch unbedingt bekommen und lesen. Bitte besorg es mir. Offensichtlich von Ernährer. Aber da habe ich ja schon. Oh, wo. Da ist es. Das Buch von Ernährer. Gib her, schnell. Ich hab schon gefunden? Oh, cool. Ha, so also. Was? Tralalalala. Was passiert denn jetzt? Sie kocht schon was? Einmal kurz auf das Cover geschaut. Oh mein Gott, ich weiß, was ich kochen will. Bing. Geschafft. Aus Pilz und Honigsirup habe ich einen Honigpilz gemacht. Aus Small Galaxy? Nein, du Idiot! Einfach zum Essen! Endlich kann ich Gerichte kochen, die aus zwei Zutaten bestehen! Ein wahrer, famoses Buch und ich kann es sofort benutzen! Ich danke dir, nimm das als Belohnung! Ein Honigpilz! Pilzdessert von Rachel T. Schätzt 5 KP und 5 BP her, ist okay. Da ich nun in der Lage bin, Gerichte aus zwei Zutaten zu kochen, komm vorbei, wann immer du Appetit hast! Ich werde dir zauberhafte Speisen zubereiten! Okay, das war super simpel, super einfach! Aber auf dem Dach von Rachel T ist die nächste Mission. Wie soll ich auf ihr Dach kommen? Ich werde die Mission mal annehmen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vermutlich soll ich erstmal hier reingehen, nach oben zu kommen. Da, das ist Causario, für die es nicht wussten. Und warte mal, Luigi ist hier. Mit einem... Mit einem Pickelkäfer, aber der ist grün. einen Schraubenzieher auf seinem Rücken. Okay, wir werden nächste Folge mit ihm reden. Die Folge ist nicht mehr lange. Deshalb will ich kurz schauen, ob wir die Quest jetzt zumindest schon mal starten können. Kann man ja mal drauf? Man kann einfach drauf springen und. Ja. Es ist mal wieder unsere Nagarine. Mein süßer Mr. Schnauzer, ich bin die Auftraggeberin, ja. Ich bin so froh, dass du den Auftrag übernommen hast. Lass uns also gleich über das Geschäftliche reden. Ich habe zwar endlich herausgefunden, wo der seltene Orden versteckt ist, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Er muss irgendwo in Logansburg sein. Als ich hörte, dass du Logan besiegt hast, habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber in den Zimmern der Burg konnte ich nichts finden. Ich weiß zwar nicht warum, aber man braucht wohl Wind, um den Orden zu finden. Suchst du ihn für mich? Du bist meine letzte Hoffnung. Wir weg. Also da, wenn wir auf dem Dach uns hineinziehen, in den Boden, sind wir da nicht im Haus? Eigentlich, theoretisch? Wäre das nicht so? Ich denke schon. Keine Ahnung. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir werden nächste Folge einmal ihren Auftrag erledigen, anhören, was Luigi zu sagen hat.
und natürlich in Kapitel 5 hineingehen. Vermutlich geht das sogar schon so einfach. Finden wir es aus. Das war ein schöner Bildschirm für ein Outro, oder? Das ist schön. Und Leute, stay hydrated. Es ist Sommer. Es ist warm.